Es werde Licht. Heike Springhardt findet den Schalter gleich, obwohl ihr Vikariat hier in der Klosterkirche in Lobenfeld schon einige Jahre zurückliegt. Hier in Lobenfeld und im Odenwald, wo ich meine ersten Jahre im Pfarramt verbracht habe und meine Lehrvikariatsjahre, habe ich vor allen Dingen die Liebe mitgenommen für das Pfarramt auf dem Dorf. Ich habe bis heute Kontakte hierher. Ich habe Kirche kennengelernt als einen stärkenden Ort im Dorf. Ich habe die Verbindung, dass Kirche sozusagen auf der Kerwe und im Gottesdienst präsent ist, dass man sich begegnet an ganz verschiedenen Orten, eben nicht nur in der Kirche, sondern als Pfarrerin im Supermarkt genauso präsent und angesprochen wird. Die Pfarrerin aus Pforzheim kandidiert für das Amt der Bischöfin der Badischen Landeskirche. Ihr Leben und Wirken ist facettenreich. Und sie ist viel unterwegs. So auch jetzt, denn sie ist heute Tischrednerin auf dem Unionsmahl in Eberbach. Ansonsten unterrichtet sie die Konfirmanden ihrer Gemeinde oder organisiert und gewinnt Preacher Slams. Außerdem hält sie Vorlesungen über systematische Theologie an der Universität Heidelberg. 9 Jahre leitete sie das theologische Studienhaus in der Neckarstadt. Damals lernte sie die Arbeit mit jungen Menschen zu schätzen. Dieses pulsierende Leben mit jungen Menschen, mit Studierenden, die was wollen, die von mir als Pfarrerin Antworten erwartet haben oder die in einer Phase ihres Lebens sind, wo sie Orientierung brauchen, das fand ich, hat mich total bereichert und mich selber, auch meine eigenen Horizonte geweitet. Heute stehe ich so mitten in meiner Berufsbiografie an einem Scharnier zwischen dem guten Kontakt zur jungen Generation, der ich mich auch sehr nahe fühle nach wie vor, und der Generation, die schon weiter fortgeschritten ist. Und aber das, was wir jetzt entwickeln und entscheiden in der Landeskirche, wird mich auch noch betreffen. Ja, also meine Generation entscheidet nicht über die zukünftige Kirche derer, die nach uns kommen, sondern über unsere eigene. Das beschäftigt mich sehr. Sie selbst studierte Theologie in Bethel, Leipzig, Basel und Heidelberg. Aufbrüche zu neuen Ufern lautet der Titel ihrer Promotion. Diesem Motto ist Heike Springhardt bis heute treu geblieben. Der Transformationsprozess, der vor uns liegt, sitzt ja sozusagen schon auf der Schiene. Und ich bin davon überzeugt, wir können diesen Weg gelassen und heiter gehen. Ich glaube, es braucht eine Kirche, die sich wagt, Fehler zu machen, die sich wagt zu experimentieren, die sich ihrer Quelle und ihres Glaubens gewiss ist. Ich rede da gern von dem Mut zur Verletzlichkeit in der Kirche. Damit meine ich, dass die Kirche sich offen hält für das, was auf sie zukommt. An kritischen Fragen, an Segen von oben, an dem, was sie trägt, aber auch an einem klaren Blick für die Verletzlichkeit von Menschen. Der Tod ihrer Großmutter beeinflusst sie stark. Sogar ihre Habilitation widmet sie dem Thema Sterben, Tod und Endlichkeit. Damals noch ein Teenager, kommen die wenig einfühlsamen Worte des Pastoralreferenten auf der Beerdigung ihrer Oma gar nicht gut bei ihr an. Ich habe so eine Wut gehabt. Ich dachte, ich bin überhaupt nicht an dem Punkt. Da steht der Sarg mit meiner Großmutter und du redest was darüber, dass die in den Himmel kommt. Und dieses Unbehagen daran und diese Wut darüber, würde ich im Nachhinein sagen, war ein wesentlicher Punkt, auch auf dem Schritt dann Theologie zu studieren. Und es prägt meine Beerdigungen bis heute, dass ich sage, wir haben als Christinnen und Christen reden wir von großer Hoffnung. Und das heißt für mich aber auch, wir können auch wagen und aushalten, da wo es richtig schwierig ist und müssen nicht drüber wegreden. Als Bischöfin würde sie für eine Kirche der Verbindung stehen, sagt Heike Springhardt. Tradition und Moderne, alt und jung, analog und digital. Sie möchte verbinden. Für diesen Prozess fühlt sie sich gerüstet. Eine Erfahrung, die sich durch mein Berufsleben durchzieht, ist die Erfahrung, dass Schuhe vor mir stehen, die eigentlich ziemlich groß sind und in die ich mit irgendwie gehörigem Respekt reinsteige und die mich haben wachsen lassen. In der Gemeinde sagen mir die Leute, dass ich Herzlichkeit und Klugheit verbinde. Und ich glaube, das stimmt. Also, dass mich das ausmacht, dass ich tief verwurzelt bin in der Erde und mit den Menschen, aber auch die Fähigkeit habe, komplizierte theologische Gedanken zu denken. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ist ihre Lieblingsbibelstelle. Eingraviert in ihren Ring trägt sie den Spruch immer an ihrer Hand. Und für das Amt der Bischöfin?
Ob es die Bibelstelle ist, die ich über das Bischofsamt stellen würde, da bin ich mir nicht sicher. Da denke ich eher an sowas wie, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Weil ich glaube, die in allem, was uns jetzt auch so beengt, immer wieder zu sagen, wir stehen auf weitem Raum. Und ich stehe dann nicht vor allem, weil ich hingehe, sondern weil ich dort hingestellt werde, weil ich dazu berufen werde und dann auch getragen in diesen weiten Raum. Heike Springhardt wäre die erste badische Bischöfin. Das würde gut passen, denn dieses Jahr feiert die Evangelische Landeskirche in Baden 50 Jahre Frauen gleichberechtigt im Pfarramt. Am 17. Dezember trifft die Landessynode ihre Entscheidung.